Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 8 von City Skylines. Ja, sind wir wieder drin in unserem Spiel. Letztes Mal hatten wir zum Schluss hier das Busdepot gebaut. Dieses hier. Keine verwendeten Busse, weil wir auch keine Bushaltestellenhäuschen gebaut haben. Das ist jetzt das, was wir machen wollten in dieser Runde. Das sind die Häuschen. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir hier eine Linie aufbauen. Neue Linie hinzufügen, ja. Okay. Funktioniert wahrscheinlich genauso wie in Cities in Motion, oder? Machen wir mal da einen hin. Das finden die ja schon mal prima. Da lachen die ja schon gleich. Das ist auch toll. Da noch eins hin. Und nehmen wir mal hier hin. Und lassen den Bus hier rumfahren. Und da auch noch. Und da wieder hin. Da. Dort. Und wo hatten wir noch eine? Hier vorne, ne? Und dann schließen wir den ganzen Spaß. So, da haben wir unsere erste Linie, oder? Fährt die jetzt automatisch oder nicht? Ich weiß nicht. Gut. Bus ist aktiv, steht da. Ich will's hoffen. Ja, da fahren auch schon Busse. Busse in Verwendung 5. Okay, alles klar. Ich hoffe, das können wir uns auch leisten. Warum fahren die denn da lang, bitteschön? Ich habe doch hier die Linie gemacht. Naja, wer es weiß, der wird es wissen, ne? Was macht denn die Bushaltestelle? Kann man die auch sehen? Ja. Ach, da sind sogar so Haltebuchten so ein bisschen hingekommen. Guck mal an. Ist nur doof, dass die alle so schnell nacheinander fahren, ne? Aber steigen ein. Och, der Bus kann man sogar anklicken, guck mal. Er ist nur etwas schwierig zu verfolgen, aber sonst geht's. Ja. Ja, halt mal an der nächsten Bushaltestelle an, dann kann ich den auch direkt verfolgen. So. 3 von 30. Auf der Linie zurückgelegte Strecke. Die Linie könnte ich modifizieren, will ich aber gar nicht. Bus ist unterwegs. Schauen wir uns das mal an. Oh, hier warten ganz viele, ne? Oh, der ist gleich voll. Macht ja Sinn dann. Okay, fährt weiter bis in die Innenstadt dann, ne? Da, wo es die Käuferhäuser gibt, oder? Denn da wollen sie ja wahrscheinlich alle hin. Oh, hier wurden noch mehr. Guck mal. Die Buslinie rentiert sich wahrscheinlich total. Jetzt müsste man nur kommen, ne? Gucken. Sag schon, wie viel Geld nimmt der ein? Hier jetzt um die Ecke. Da stehen aber keine, oder? Okay. Fährt weiter. Nur sind sie alle ausgestiegen. Na, alle nicht, aber einige. Gucken wir mal, wie viel da einsteigen oder aussteigen. Hier ist ja noch eine Haltestelle auf der Strecke, oder? Ja, da kommt sie. Da steht niemand. Zwei sind ausgestiegen. Jetzt fährt er weiter, da um die Kurve. Gut. Oh. Warum parkt denn der so doof da? Nächste Bushaltestelle und vollgeladen. Ab nach Hause ins Wohngebiet, ne? Gehe ich mal von aus. Ja. Da ist wieder eine Bushaltestelle. Da stehen auch Hunderte.
Jetzt weiß ich gar nicht, ob Aus- und Einsteigende dabei sind. Die sind auf jeden Fall wahrscheinlich gleich ganz sauer, weil da kein Bus ist, der sie mitnimmt, ne? Oh, wir haben schon wieder Strommangel hier. Tja. Oh, wow, 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 wie viele Leute stehen denn da? Respekt. Und der Krankenwagen, der nervt ein bisschen, ne? Wo ist denn der? Oh, der Krankenwagen nervt. So, die Strecke hat er gleich geschafft. Sind nur noch 3 Passagiere drinne. So, da ist nur eine Bushaltestelle. Die fährt da an, 3 steigen aus. Genau so ist es. Und jetzt dreht er die Runde im Kreisverkehr und dann sind die nächsten dran, oder? Okay. Der blinkt links, kann das sein? Und das im Kreisverkehr, das gibt's in Deutschland nicht. Hier steht keiner mehr. 2 sind aber eingestiegen. So, okay, dann haben wir das ja gesehen. Dann können wir das ausmachen. Und das machen wir auch aus dann. Bus ist geklärt. Wir müssten nur gucken, ob wir dann noch eine zweite Linie irgendwie machen sollten. Ne? Jetzt ist unsere Ausrichtung so ein bisschen hin. So hätte ich sie lieber, weil wir so immer schon waren, ne? Und vielleicht ein bisschen schräger war das, oder? So, was macht die Feuerwehr eigentlich? SUV geparkt, okay. Aber ich wollte ja die Feuerwache, okay. 6 Fahrzeuge, was macht die Polizei? 10 Streifenwagen, alles gut. Und unsere Schule, wie sieht's mit der aus? Franklin Park, okay, das ist der Bezirk, den wollte ich jetzt nicht, sondern ich wollte die Schule haben. Ja, die ist halb voll. Hier sieht man schon, sind die Häuser ganz schön groß geworden. Ah, guck mal, da geht sogar, da steigert sich das noch mehr. Ungebildet, gebildet und 2 gut gebildet. Okay, hochgebildet haben wir noch nicht. Und hier rechts ist wieder kein Strom da. Und da sind auch schon die ersten Häuser verlassen. Ich glaube, wir kommen jetzt mit unseren Windrädern langsam nicht mehr nach. Hä? Kann das sein? Ne, das war hier unten das andere. So, jetzt haben wir kein Geld mehr. Ja, wir haben noch was, aber nicht für ein weiteres Windrad. So, das hat sich jetzt hier verflüchtigt, aber da sind genug Häuser, die wir jetzt abreißen müssen. Weil die sind weggezogen, weil die keinen Bock mehr hatten, ne? Hier zu wohnen, aufgrund des fehlenden Stromes. Wollen wir hoffen, dass die Industrie nicht auch dieses Problem hatte, aber ich glaube, das liegt daran, dass wir hinten noch Windräder haben, dass da auch nichts passiert ist, ne? Sieht gut aus. Gut. Sonst noch irgendwelche Schwierigkeiten? Müssen wir sonst noch irgendwo was abreißen? Ich glaube nicht, oder? Nein, sieht alles prima aus. Es jingelt noch, da steigen noch wieder welche auf. Dann können wir den Bagger erstmal wegfahren, ne? Was macht denn hier unser Kraftwerk? 1220.000 Kubikmeter Wasser die Woche wird da durchgejagt. Und was steht hier? Das gleiche in Blau. Ja, gucken wir mal gerade ein bisschen. Danke an den Bürgermeister für seine Unterstützung der Holzindustrie. Ja, das hatten wir schon 298 Mal hier, ne? Ja. Holzindustrie unterstützen wir und unterstützen wir. Stromnetz, Polizei, Bäume fällen, das schwarze Loch. Ah, da wollen welche mit dem Bus zur Arbeit. Das müssten wir dann noch einrichten, ne? Ja, gut. Das bedeutet, wir müssten hier hinten noch eine Linie zaubern. Gut, Bushaltestelle her.
denke mal, wir machen das hier mit. Ja, weiß ich jetzt auch nicht, wie das gehen könnte, ne? Wir legen einfach mal, warte mal, die Bushaltestelle ist da, dann legen wir hier mal los. Fahren da rein. Und dann fahren wir da rein. Und fahren da rein. Und ich denke mal, hier halten wir auch nochmal an, ne? Ach, das ist eine Sackgasse. Gut, dann dreht er da momentan, fährt da lang. Und dann dort lang. Hier gegenüber hin. Und geht das hier dann auch hin? Da müssen wir eigentlich noch was ändern. Das ist jetzt falsch gelaufen, ne? Jetzt weiß ich nicht, wie die Fahrstrecke ist. Hat er das da eingebaut oder nicht? Ich denke mal nicht. Machen wir das mal mit einem Rechtsklick, geht das weg, habe ich gerade gesehen. Müssen wir das nochmal so machen. Die Linie fährt da, das ist gut. Dann soll sie dahin fahren. Dann dahin. Dann dahin. Und dann hierhin. Und dann können wir sie hier schließen. So, jetzt fahren sie. Bürger 104 pro Woche, das ist doch schon mal was, oder? Und das andere vergessen, jetzt müssen wir dann irgendwann auch aufbauen. So, jetzt haben wir noch... Irgendwo ging das Telefon, aber ich weiß nicht wo. Jetzt haben wir hier noch ein Wohngebiet, da müsste man auch mit dem Bus reinfahren, ne? Oh, da brennt's. Ist denn die Feuerwehr unterwegs? Eigentlich sollte die Feuerwehr unterwegs sein, aber so wie es aussieht, doch, die steht ja schon davor. Löscht Feuer, alles klar, dann ist ja kein Problem, dann funktioniert das ja gut. So, hier hinten haben wir noch ein Wohngebiet. Die Busse fahren da überall lang. Kommen wir mal gerade, wir haben ja jetzt eine neue Linie noch dazu eingerichtet. Wie viele Busse sind im Einsatz? 14, okay. Hier sind 28 belegt, da können wir auch mitleben. Das ist auch prima. Ja, da müssen wir mal eine Straße rüberziehen dann irgendwann mal, ne? Tja. Soweit so gut. Wir haben auch gut Geld. 18.000 können wir mitleben. Bin jetzt am Überlegen, dass wir hier noch eine Schule irgendwo hinsetzen. Da haben wir ja schon eine. Da ist die Oberschule, aber die andere nicht. Ich glaube, das ist nicht so... Ort ist bereits belegt. Warte, da war doch gerade grün, oder? Da würde sie auch hingehen. So, dann ist die Schule da auch. Weil man sieht ja hier an den Farben der Straßen, wie weit die Schulen reichen, ne? Bis dahin geht's, aber hier hinten fehlt's dann auch noch an Schule. Hier, die hätten gerne auch noch eine Schule, ne? Ich glaube, wenn wir das da hinsetzen, dann decken wir alles ab. Nicht wirklich, ne? Hier? Ah, ich denke mal, hier ist schon ganz gut so. So, dann haben wir da auch noch eine Schule gesetzt. Das heißt, die bilden sich alle weiter fort. Kurz, Wasser fehlt. Dann wollen wir uns da noch gerade drum kümmern. Ja, komm einmal bis dahin hindurch und fertig. So, dann hat die Schule auch Wasser. Sollte funktionieren. Okay, dann geht's wieder voran.
2500 verdienen wir momentan. Kurz ein bisschen hier Statistiken wälzen. Gehen wir mal ein bisschen weiter raus, ne? So sehen wir alles. Strom wird natürlich wieder schwierig, sehen wir auch schon, aber wir haben ja auch grüne Energie. Da müssen wir ein bisschen haushalten. Wasser ist auch noch alles okay. Da ist ein Häuschen kaputt da unten, das müsste mal repariert werden dann. Hier sieht es eigentlich gut aus mit Müllabfuhr. Hier ist ein bisschen knapp, ne? Aber geht auch noch, denke ich. Bildung haben wir da, da und da. Oberschule haben wir nur da, also hier unten müsste auch noch eine hin. Uni haben wir noch nicht. Aber da sind wir auf einem guten Weg. Bürgerzufriedenheit sieht eigentlich ganz positiv aus. Industriegebiet ist zufrieden. Ja, das ist unsere Wohnbevölkerung, die könnte noch ein bisschen glücklicher sein. Holzindustrie, ne? Das ist auch so ein Thema für sich hier. Mach den zu, den Piepvogel jetzt. Hier haben wir Gesundheit. Na, ist da hinten der Arzt und hier hinten unten nix. Da sollten wir nochmal dran arbeiten. Ebenen, keine Ahnung. Wohngebietsebene, Gewerbegebietsebene, naja. Der Wind ist klar. Verkehrsaufkommen. Okay, haben wir reichlich auf dieser einen Haupttangente, aber wir haben ja auch Busse jetzt eingesetzt, das sollte also besser werden. Ja, das ist unsere Umweltverschmutzung, das ist klar. Da bei der Holzindustrie und da oben ist das Industriegebiet. Hier haben wir Lärmbelastungen, sind auch klar, die Windräder machen Krach und das Industriegebiet auch. Feuersicherheit ist zentral relativ gut, außen wird es dann etwas schwierig. Kriminalität haben wir Ruhe. Verkehrsaufkommen reduzieren wir durch den Busverkehr, das sieht gut aus. Bevölkerung wächst und gedeiht. Kinder 6%, Jugendliche 16%, junge Erwachsene 30%. Ach, das waren junge Erwachsene. Okay, jetzt weiß ich, was da an der Anzeige letztens nicht passte. Ausgehende Verbindungen, ja, da müssen wir noch gucken, wie das funktioniert. Bodenrichtwert, das sind teure Grundstücke wahrscheinlich. Obwohl, das hält sich alles in der Mitte, ne? Naturrohstoffe, ist der Wald. Keine Ahnung, wo hier die Erze liegen. Da oben liegt aber fruchtbares Land. Sollten wir mal überlegen, dass wir da uns erweitern, vielleicht um Ackerbau und Viehzucht zu betreiben, ne? Das sind unsere Gebiete, Stadtviertel. Und das ist die Freizeit. Haben wir zwei kleine Parks. Freizeit ist ein bisschen schlecht. Da müssen wir noch dran arbeiten. Gut, dann haben wir es aber für die Folge, würde ich sagen. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.